So, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil HD Remaster. In den ersten beiden Parts hatte ich kleine Soundprobleme, die sollten aber jetzt behoben sein. So, die Aufnahme ist schon 2 Tage her. Schauen wir, was wir das letzte Mal gemacht haben. Genau, wir haben den Schwertschlüssel geholt. Und 2 alte Schlüssel. Und Treibstoffkanister, sehr schön. Farbbänder werde ich in die Kiste legen. Weil die brauchen wir eh nur für Speicherräume wie diesen. Ansonsten nicht. So, schauen wir mal auf die Karte. Okay. Vielleicht sollten wir mal einen Stock nach oben gehen. Wäre sinnvoll. Warte. Erste-Hilfe-Spray werde ich noch mitnehmen. So. Gut. 2 Zombies haben wir das letzte Mal hier erledigt. Karte. Da hinten ist offen und hier an der Seite. Gehen wir mal nach hinten. Schauen wir hier. Verschlossen. Ein Rüstungspool. Zu blöd, dass ich einen Schwertschlüssel habe. Und wieder Kräuter. Ein leerer Kamin. Ein Helmsymbol. Oh. Ah, hab keine Waffe ausgerüstet. So. Besser. Und hier war offen. Hat keinen Griff. Okay. Airbags können sie nicht. Ist blöd. Blöd. Gehen wir nochmal zurück. Legen wir irgendetwas ab. Denn dieses Holzpasspartout werden wir bald brauchen. Wenn nicht sofort. Kurz, ja, den Erste-Hilfe-Spray weg. Ach ja, ich werde euch gleich zeigen, für was der Benzinkanister gut ist. Hätte ich fast vergessen. Sicher ist sicher. Errungenschaft freigeschaltet. Das letzte Mal haben wir eine Notiz gefunden, dass Zombies wirklich nur tot sind durch Zeitmethoden. Verbrennen oder Kopf wegschießen. Wenn wir das nicht machen, dann stehen sie wieder auf. Nehmen wir das Holzpasspartout, gehen wieder zurück
dorthin zurück. Mit der Steuerung komme ich noch immer nicht ganz zurecht. So, Holzpassbuch verwenden. Feuerzeug verwenden. So, und schon haben wir eine Karte vom ersten Stock. So. Aber in den Raum kommen wir trotzdem, nur von der anderen Seite. Und dort ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Zumindest mit Schild. Okay, hier war's. Der Griff kaputt. Aber jetzt hier. Ich sollte auch mal bald die alten Schlüssel einsetzen. Die brauchen auch nur Platz in meinem Inventar. Hat hier etwas geblinkt? Ja. Was haben wir? Hundepfeife. Moment. Ja, brauchen wir auch. Brauchen wir auch. Zerknülltes Memo. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss an der Westseite der Terrasse. Und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann. Ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollen Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. John Tolman. Lass mich überlegen. Sir Spencer war, glaube ich, der Herr des Hauses. Falls ich mich nicht täusche. Boah, diese Steuerung. Ich erkläre es euch kurz, die Steuerung. In der früheren Version von Resident Evil hat man, wenn man nach oben gedrückt hat, ist man immer dorthin gegangen, wohin der Charakter geschaut hat. Und wenn man dann nach hinten gedrückt hat, ist er rückwärts gegangen. So, in der neuen Steuerung, wenn man nach unten drückt, geht er von der Kamera aus nach unten, also in diese Richtung. Das ist blöd, weil es immer feste Kameraposition gibt. Das heißt, wenn die Kamera sich jetzt schwenkt, wie hier, und wir drücken trotzdem nach runter, geht er wieder da hinten, und wieder da hinten, und wieder da hinten. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, was haben wir hier? Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Gut. War da nicht noch etwas? Nicht? Okay. Und jetzt? Ja, von der Seite aus kann ich durch. Aber nicht umgekehrt. Gut. Gehen wir trotzdem nochmal runter und holen uns den Erste-Hilfe-Spray. Warte mal. Geht ja nicht, oder? Auch Benzin werde ich mir holen. Ist noch etwas die Hälfte des Kerosins da? Okay. Jetzt schauen wir mal diesen Raum weiter. Die Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert.
Was sagt hier die Karte? Normal auch verschlossen. Wieder ein Rüstungssymbol. Den Schwerschlüssel verwendet. Okay. So, jetzt bin ich wieder in der Eingangshalle. Ich schau mal dort hinten nach. Genau hier. Auf der anderen Seite. Aber ich müsste dorthin kommen. Schwertschlüssel. Sehr schön. Oh. Ich höre einen Dude. Ein Dude. Wo ist der Dude? Ist er unten oder nur hinter der Kamera? Ah, hier. Unten. Dude. Da ist aber noch ein Dude. Zwei Dudes. So, ein Dude kann ich verbrennen. Ist genau ausgegangen mit der Munition, sehr schön. Mach mal den weg. So, aber bevor ich da runter gehe, bevor ich jetzt da nach draußen gehe, sollte ich einmal Munition sammeln. Und ich glaube, hier unten, warte mal, erst machen wir das auf. So, hier geht es nicht, oder? Ein Helm, okay. Aber hier unten müsste Munition sein. Denn hier ist wieder ein Speicherraum. Aber keine Munition. Na egal. Ist hier irgendwas Wichtiges? Eher nicht. Okay, dann gehen wir wieder. Ich dachte mir, hier gibt es Munition zum Sammeln. Naja. Gehen wir halt nach draußen. Oder vielleicht ist hier noch was? Nee. Alter Schlüssel? Sehr schön. Karte, Karte. Was ist da drin? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Mit ein bisschen Benzin. Hm.
Granaten. Das ist ein altes Gewehr. Mit dem, dieses alte Gewehr kann man dann oben mit dem richtigen Gewehr tauschen. Damit hätte man schon mal ein Schrotgewehr. Aber ich habe keinen Platz. Ist natürlich blöd. Naja, merken wir uns das. Vielleicht kann ich hier auch aufschließen. Nein, Rüstungssymbol. Könnte ich den anfackeln? Jetzt gehen wir raus. Ja, alter Schlüssel verwenden, sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir wieder einen Platz frei. Grüne Kräuter. Könnte gefährlich werden ohne Heilobjekte. Okay, wünscht mir Glück. Wie viel Leben? Warnung. Oh. Halsband. Gut. Und hier haben wir noch ein... Oh, der Dolch, den ich ihn gerade reingestochen habe. Das ist fein. So, und wenn ich jetzt hier durchgehe, müsste ich die Pfeife ablegen können. Ja. Mach ich. Suchen wir das Halsband. Eine Münze. Das ist aber keine Münze. Sie hat die Form eines Schlüssels angenommen. Schlüsselimitation. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug. Gut, 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 gut. So, was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich mal alle Schwertschlüssel-Türen öffnen, damit ich den auch ablegen kann. Aber wo kann ich den noch benutzen? Hier nicht mehr, glaube ich. Ne. Vielleicht da hinten noch. Ne, das glaube ich auch nicht. Ansonsten nur hier unten. Vielleicht hier. Rüstung. Gut. Dann gehen wir runter. Oh, ich habe vergessen, die Zeit zu stellen. Wahrscheinlich sind wir schon drüber. Sagen wir, 5 Minuten hängen wir noch dran. Hier draußen nicht, sondern nach unten. Rechts schon.
die Reihe zu. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Gut, dann war es noch hier zu. Die Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Okay, und dann noch im Keller. Schwertschlüssel. Okay, sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Gut. Ja, ablegen. Oh, Munition, Munition, Munition. Und ein Dude. Oh ja, noch etwas geblinkt. Da. Oh, wieder ein alter Schlüssel. Naja. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Und noch ein Dude. Strom ist wohl ausgeschaltet. Und ein Messer. Okay, das war's auch schon, glaube ich, hier. Bisschen Munition, ein alter Schlüssel und anscheinend zwei tote Dudes. Natürlich stehen jetzt alle auf. So, du packst mich jetzt und treten. Noch in Ordnung. So, aber jetzt würde ich mal sagen, dass wir mit dem Part Schluss machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bleibt nur zu sagen, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.